Ja, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen, Freunde des Mülls, zurück zu Let's Trash. Wir spielen heute Kitten Maker. Anscheinend können wir hier eine Katze designen. Es erscheint mir sehr spannend. Show? Print. Klar. Es erscheint mir von vornherein sehr spannend. Oh, Hintergründe, schön. Ja, was für einen Hintergrund nehmen wir denn? Ach, das ist doch schön. Dann wollen wir eine Hauskatze machen? Eine Wüstenkatze. Nein, ich will eine Dschungelkatze. Das ist ja ulkig. Diese Auswahlmöglichkeiten. Oh. Ah. Wollen wir eine realistische Katze machen? Oh. Oh, sieht niedlich aus. Oh, hier hängen. Oh. Warte mal, das hier ist der Löwenschwanz. Das wäre die stinknormale Katze. Und das... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, zu welchem Tier das passt, aber wir nehmen es einfach. Oh. Oh. Durch die Augen sieht das ganze Vieh dann komplett anders aus. Ja, mal ein böses Tier. So. Wir jetzt noch machen? Ah. Okay. Ah, bitte. Ich glaube, wir belassen es bei dem Streifen hier. Ja, lassen wir auch so. Komm, wir machen ein Streifenhörnchen draus. Ja, das gefällt mir. Ja, wie gesagt, Streifenhörnchen. Ups. Streifenhörnchen. Ja, Streifenhörnchen. Lol, jetzt macht man dreimal die Augen auf und wieder zu. Dann war das dreimal ein Wie zu schreiben? Das ist Leni, die blöde Fotze. Hi Leni, sie wird das Video wohl sehen. Ja, jetzt macht mal dreimal die Augen zu und wieder auf. Dann habt ihr dreimal einen schwarzen Kater gesehen, habt ihr ganz viel Pech. So, rosa. Da-dam, 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 da-dam. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Ja, das ist vom rosa-roten Panther. Für die, die es nicht wussten. Ich wollte etwas Nostalgie auf diesen Kanal bringen. Die Farben hier unten scheinen keine Auswirkung zu haben. Ach doch. Ah, das ist die Augenfarbe, sagst du? Ah. Oh, ein schönes Blau. Oder? Na, ein schönes Blau. So, das wollen wir ihm jetzt mal nicht antun. Das sieht kacke aus. Das sieht auch, wo das geht sogar. Das sieht extrem kacke aus. Wollen wir noch entscheiden, welche Farbe der Streifen haben soll? Nee, das steht hier wohl drin. Das ist doch ein Streifenhörnchen. Ja. Das ist die Schnauze, was haben ein Streifenhörnchen für eine. Mach es mal rot. Ja, das sieht sehr geil aus. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Streifen nicht gemacht. Ich dachte, das wär's schon, aber. Huch. Jetzt ist es ein Waschbär. Die können sich auch nicht ganz entscheiden, was das hier soll. Jetzt ist es ein Reh. Ah, das ist der Streifen. Und das schattiert quasi. Da will ich die Schatten. Oh, wie süß. Natürlich, Schnurrhaare. Schon gewundert, was fehlt. Was? Was? Oh mein Gott, das will. Langsam wird's bescheuert. Oh, Krallen muss ja ein ganz böses Tier sein. Ja, böse Schatten. Nee, das sieht scheiße aus. Das auch. Das. Tja, wem es gefällt? WTF! Wer hat. Chimera, DeviantArt, More Kitten. Was soll die Scheiße? Nee, warte, was? Die Krallen wollte ich behalten und die Schnurrhaare brauchen. Natürlich. Schön Hintergrund. Ach, das war's schon. Schon hübsch, oder? So, jetzt machen wir uns noch den pinken Panther. Den rosa-roten Panther, dass das hier passt. Was hat denn der kriegt? So. Ja.
und... weiß gar nicht, was hat denn der für einen Schwanz? Ich glaube, der hat so einen normalen dünnen. Panther müssten so ein... ja, so ein Hehe-Blick. Das passt gut zu dem. Und das Schloss war hell. Auch farblos. Ich glaube, eine Schnauze hat... ich glaube, die ist sogar weiß. Ich weiß es nicht so genau. Es tut mir leid. Don't blame me. Hat der auch... ich glaube, der hat farbige Tatzen. Glaube ich. Mich zu erinnern. Okay. Nein. So, Farbe. Sieht doch irgendwie ein bisschen feminin aus. Ich weiß nicht wie, aber beim rosa-roten Panther haben sie es irgendwie hingekriegt, dass er trotzdem männlich aussah. Obwohl er rosa war. Nein, 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 wenn wir die wegmachen, muss der eigentlich haben. Das ist auf jeden Fall sehr männlich jetzt mit den Flügeln. Ja, die Krallen sollten schon, die sollten halt vielleicht nicht rosa sein, das macht's ein bisschen lächerlich. Ne, den kriegen wir nicht mehr männlich hin. Wir können ja ein bisschen faken. Ich meine, der rosa-rote Panther war, glaube ich, komplett rosa. Wir können ihm ja ein paar Punkte geben. Das sieht auch kacke aus. Das vergessen. Ich schattiere den vielleicht noch. So, und jetzt ist das Show. Jetzt ist das der... Moment, warte mal. Nein, 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 nein. Okay, der beste Hintergrund wäre wahrscheinlich die Küche für ihn. Also, der rosa-rote Panther... was wohl auch das Thumbnail werden wird. Ja, und dann würde ich sagen, passend zu der Folge Let's Trash, die ich nun beende, bringe ich meinen altbekannten Spruch, den ich von ihm geklaut habe. Heute sind ja alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.